Das passiert, wenn Angela Merkel eine Kleinstadt in Thüringen besucht. Zu den Klängen von Tina Turner marschiert die Kanzlerin auf dem Platz der Deutschen Einheit in Suhl ein. An ihrer Seite Ministerpräsident Dieter Althaus. Guten Tag, Frau Merkel. Wie macht sich denn Herr Althaus im Wahlkampf? Sehr gut. Ich unterstütze ihn gern. Wie läuft's? Sehr gut. Darüber lässt sich streiten. Wenige Tage vor der Landtagswahl in Thüringen drohen der CDU dramatische Stimmverluste. Und Althaus scheint nicht in der Lage, sich gegen den Trend zu stemmen. Sein Auftritt wenig inspiriert. Ich freue mich, dass heute auch in Suhl so viele da sind, die Anteil nehmen, die dabei sein wollen. Und das motiviert dann auch immer wieder, diese Anstrengung gut zu meistern. Althaus spult sein Programm ab. Mitreißen kann er das Publikum nicht, obwohl er mehrfach die Wendezeit und die ersten freien Wahlen im Osten bemüht. Lasst uns dieses Erbe aus der Revolutionszeit nicht einfach beiseite legen. Helft mit, dass wir zur Wahl gehen, und helft mit, dass die CDU Thüringen stark bleibt, denn ich möchte diesem, meinem Land, weiter als Ministerpräsident dienen. Helft mir dabei. Ganz anders die Kanzlerin. Mit dem Rückenwind guter Umfrage und Sympathiewerte im Bund gibt sie den Star des Abends. Es war gut, dass 1990 Helmut Kohl Bundeskanzler war und nicht Oskar Lafontaine. Denn sonst wäre das mit der deutschen Einheit so nicht geworden, meine Damen und Herren. Und jetzt ist wieder so eine Zeit, wo es um Thüringen geht, um ihren Freistaat. Und natürlich kann einer alleine nicht alles bewegen, aber jeder, der jetzt einfach sagt, ist mir alles egal, der müsste sich nochmal daran erinnern, wie wir das früher herbeigesehnt haben, dass wir wählen können. Das kommt bei den Suhlern gut an, der amtierende Ministerpräsident dagegen weniger. Der Herr Althaus, der überzeugt mich, nur indirekt vielleicht vom Programm, von der Person eher weniger, weil er doch ein bisschen zu steif ist. Da. Mit seinem Skiunfall, wie er das eben präsentiert und so, ist nicht so, finde ich nicht so prickelnd. Ich bin Fan von Frau Merkel. Ich finde sie einfach bodenständig, normal, einfach toll. Und Herr Althaus? Finde ich nicht ganz so gut, aber es gibt keine Alternative. Also ich denke, wir müssen ihn wählen. Mit wem könnte Herr Althaus am ehesten regieren? Am ehesten mit sich selbst. Ach, mit der FDP, nie mit Linke und SPD, um Gottes Willen. Das möchten wir nicht. Die Kanzlerin startet durch. Dieter Althaus ist dagegen im Sinkflug. In Umfragen liegt die Union in Thüringen nur noch bei 37%. Dieter Althaus wird die absolute Mehrheit mit ziemlicher Sicherheit verlieren. Nun muss er auf ein gutes Ergebnis der FDP hoffen, denn sonst wird es schwierig für ihn, Ministerpräsident zu bleiben. Sandra Sperber für Spiegel TV Online aus Suhl.